Rekapitulation. Veränderung. Das ist das Stichwort. Auch das Stichwort, wenn es ums Erwachsenwerden geht. Das Intuitive ist so wichtig im Spiel. Die Offenheit und das Lernen, die Offenherzigkeit, die Begeisterung, die wir brauchen, wenn wir lernen wollen. Das Paradoxon der Intuition liegt darin, dass sie nur dann erlernt werden kann, diese Offenheit, diese Freiheit, wenn es einen positiven, zwanghaften, schützenden, bewahrenden Rahmen gibt und eine schützende, bewahrende Mutter/Vater. Nur wenn ich mich als Kind sicher genug fühle, kann ich im Spiel den Schatten, dem die Mutter verkörpert, aufarbeiten und durch Märchen und Fantasie sichtbar machen und abarbeiten. Ohne Ordnung keine Liebe. Ohne Liebe hat die Ordnung keinen Sinn. Ohne Halt und Struktur gibt es kein echtes, dauerhaftes Wachstum. Emanzipation und Erwachsenwerden sind nur möglich, wenn das Kräfteverhältnis ausbalanciert ist und ich immer wieder Impulse in den offenen Kreis einbringen kann. Diese Impulse geschehen in der Kindheit und sie verursachen eine Bewegung, die den Kreis nach innen wendet und wie eine Spirale nach innen zieht. Damit ich nicht in der obsessiven Kreislogik erstarre, sondern vorankomme. Es handelt sich also um die Vereinigung der Kreis- und der linearen Form, um die Elemente Wiederholung und Ausprobieren. Beides führt zur eigentlichen Entwicklung, zur Transformation. Und nur beides zusammen führt zu einem gelungenen Leben. Jean Piaget war ein Schweizer Biologe und Pionier der kognitiven Entwicklungspsychologie sowie Begründer der genetischen Epistemologie. Aus seiner Sicht ist das Spielen das zentrale Entwicklungselement, wenn es um das Erlernen und vor allem die Integration von Regeln geht. Es verbindet die Welt der Kinder mit der der Erwachsenen und es stiftet Rahmen und Sinn. Im Spiel werden kognitive, also geistige Prozesse erlernt. Das Sprechen und der Ausdruck. Piaget bezeichnet den Anfang der kognitiven Entwicklung als adualistisch. Das heißt, der Säugling erlebt sich nicht als der Welt unmittelbar und eindeutig getrennt gegenübergestellt. Die teils gefühlte, teils aus, wie Piaget es formuliert, organischen Regulationen hervorgegangene Dualität des Erwachsenen, die ihm beständig vermittelt, dass er von der Welt als solcher getrennt ist und dass Subjektebene und Objektebene zumindest in der Theorie klar unterschieden werden können, hat der Säugling nicht. Weil es in seiner Erlebniswelt noch kein bewusstes Subjekt und noch keine völlig ausgebildeten Objekte gibt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass der Säugling sich mit der Mutter eins fühlt und nicht unterscheiden kann, wo die Mutter anfängt und wo das Kind selbst aufhört. Der Säugling weiß nicht, dass die Mutter nicht er selbst ist. Die Mutter ist die Welt. Adualistisch, hier bin ich, da ist die Mutter, kann der Säugling nicht denken. Und das ist die erste Phase oder der Urzustand. Daraus ergeben sich dann weitere Entwicklungen, so wie etwa die sensomotorische Phase, ja, die nach der Geburt beginnt. Jetzt könnte man noch weiter differenzieren, das weiß man aus heutiger Sicht. Das erste halbe Jahr etwa, da ist das Kind oder der Säugling noch völlig unansprechbar.
Da befindet er sich noch ganz nach dem Geburtsschock und lernt erstmal Reflexe und einfache Dinge, die Augen zu bewegen. Man kann da schon feststellen, dass Mädchen und Jungs ein kleines bisschen anders sind. Die Mädchen suchen mehr den Augenkontakt, die Jungs schauen mehr auf Objekte. Gerhard Hüther beispielsweise, ein Hirnforscher, hat in vielen seiner Vorträgen auf diesen Zusammenhang hingewiesen. Und dann geht das weiter. Ne? In der präoperatorischen Stufe zwischen dem 18. Lebensmonat und dem 7. Lebensjahr geht es dann um andere Dinge, so um Übergänge und Transformationen, ne? Um Symbolfindung und dergleichen mehr. Das heißt, ab dem 7. Lebensjahr ist es eigentlich so, dass die Kinder langsam lernen, was bedeutet eigentlich ein bestimmtes Symbol. Sie vernetzen ein Bild mit irgendeinem Wort. Und sie tun das, indem sie spielen, indem sie Wortspiele machen, indem sie abklatschen, indem sie sich Bezeichnungen geben, indem sie verschiedene Rollen einnehmen. Und glücklich ist das Kind, das hier an dieser Stelle sich gesund entwickeln kann und einen guten Rahmen hat. Was der Mensch also im Spiel erwirbt, ist ein Bewusstsein für sein Getrenntsein von der Welt und Geworfensein in die Welt. Und er lernt mit diesem Geworfensein umzugehen. Nach der Realisation, ich bin irgendwie ein Individuum auf einer rein gefühlten Ebene, braucht es das Denken, das vermittelt wird durch intuitive spielerische Elemente, um schließlich mit diesem Gefühl umgehen zu können und es zu überfiltern, es zu steuern, eine Steuerungsfähigkeit und Lebenstüchtigkeit zu entwickeln. Aus der kindlichen, durch Bewegung, Imitation und Körperlichkeit motorisch eben entstandenen neuen Bewusstheit des Getrenntseins, die das Kind vom Säugling unterscheidet, gehen dann sukzessive weitere anders geartete, mehr auf soziale Interaktion gerichtete Spielformen hervor, in denen die Eltern als rahmenstiftende Instanzen typischerweise Regeln vorgeben, die die Kinder innerhalb der Gruppe meist kritiklos aufnehmen, ausagieren und in Rollenspielen inkorporieren. Wichtig hierbei ist, die Kinder tun es bei einer normalen Entwicklung kritiklos, die Eltern sagen was und die Kinder machen das erstmal und sie befolgen die Regeln, aber wenn die Regeln sich dann ändern sie sich erst im Spiel, erst in der Bewegung, erst in der Motorik und dann erst danach werden sie ausgesprochen, wenn jemand gegen die Regeln verstößt. Beispiel. Fünf, sechs Kinder spielen ein Spiel und halten sich wie automatisch, wie in einer Art magischen Gleichgewicht, alle an die Regeln. Ein Kind tritt aus dem Kreis und tut etwas, was es nicht tun soll. Und die anderen Kinder regen sich auf und sagen, du sollst aber nicht so und so das machen. Das ist der Moment, wo die Regel Regel wird. Sie wird erst inkorporiert, erst integriert, erst gefühlt, erst gelebt und dann ausgesprochen und gedacht. Und über das Denken vielleicht auch verändert und vielleicht auch korrigiert und vielleicht auch optimiert und vielleicht auch entlarvt in ihrer Fehlerhaftigkeit und ihrer Vordergründigkeit. Und diese ganzen Dinge, die dann über die Jahrhunderte hinweg ein kompliziertes Regelwerk, dass wir heute das Gesetz denn hervorgebracht haben, diese ganzen Dinge entstehen nur in diesem Dialogfeld aus Gefühl und Denken, aus Integration und aus Hinterfragen der Integration, aus Regeln entwickeln und implementieren und die Regeln wieder neu aufstellen und neu organisieren, sodass in diesem Wechselspiel, diesem spiralförmigen Wechselspiel, dass die Kinder entwicklungspsychologisch in Miniform abbilden, etwas Neues und Höheres entstehen kann. Eine höhere Moral, ein höheres Regelwerk, das dann auch in Richtung Autonomie geht. Die Autonomie ist nur möglich durch vorherige starke Heteronomie. Und entwicklungspsychologisch ist es wichtig, dass die Kinder erst gehorsam lernen, um dann zu wissen, wann es an der Zeit ist, seinen eigenen Kopf zu entwickeln.
Zum Thema Gehorsam werde ich später nochmal etwas sagen. Das Wissen darüber, dass all diese Dinge und all diese Erfahrungswelten von Kindern mit hormonellen und neurologischen Veränderungen einhergehen, gehört heute zur Allgemeinbildung. Aber dieses Wissen löst das eigentliche Problem nicht. Das eigentliche Problem ist, Erkennen und Fühlen sind nicht eins. Sozialkompetenz und Sozialverhalten und soziales Erleben sind verschiedene Dinge. Integrieren und denken, wieder aufwecken und neu wecken und erwecken und austauschen und all diese Dinge, all diese Brüche führen immer wieder zu Schwierigkeiten. Die glatte, gefühlte, schöne Welt, in der alles idyllisch ist, muss gewissermaßen durchbrochen werden. Nicht nur bloß aus dem Grund, weil sie sonst vorher amoralisch war und eine höhere Stufe entwickeln kann, sondern auch im freien Spiel. Was wäre das freie Spiel, wenn es keine Brüche und keine Elemente der Unklarheit gäbe? Wenn alle gleich wären und alle harmonisch wären? Wenn es nur noch das reine Gefühl und die reine Harmonie gäbe und nicht den Blitz, nicht das Ausschlagen, nicht das Element des Spiels und wo es auch Streit gibt und Streit möglich sein muss und Streit ausgetragen wird in den Kämpfen, die Kinder ebenso spielen. Wenn sie sich mit Stöcken gegenseitig hauen. Wenn es all das nicht gibt, dann gibt es keine Entwicklung. Dann gibt es keinen nach vorn. Dann gibt es nur die Kreisdrehung. Glücklicherweise ist unser gesamtes genetisches, hormonelles und kognitives Programm und unsere Unterschiedlichkeit als Individuum darauf ausgerichtet, diese verschiedenen Elemente in einer lebendigen Streitkultur herzustellen, in der es möglich ist, seine Aggressionen und seine Unterschiedlichkeit zu leben, solange ein richtiger und sicherer Rahmen da ist. Noch einmal. Im Spiel lerne ich, wo ich aufhöre und die Außenwelt beginnt. Im Austausch mit der Außenwelt lerne ich, was ich darf und was nicht. Bleiben mir diese Reibung und dieser Austausch versagt, dieses Durchbrechen der Harmonie, so wird Entwicklung fundamental gestört, Aggressionen unterdrückt, Depressionen vorgezeichnet. Wie moderne Kinderpsychiater mit jahrzehntelanger Berufserfahrung wie Michael Winterhoff wissen. Frei nach Winterhoff könnte man folgendermaßen paraphrasieren. Sich selbst einschätzen können, weil man weiß, wie andere etwas wahrnehmen, ist wichtig. Wenn ich Widerstand erfahre, kleine Unterschiede zwischen mir und den anderen sehen lerne und dann die Membran spüre, die meine Haut ausmacht und mich trennt von der Welt, dann weiß ich, wo ich anfange, wo meine Meinung und mein Urteil auf Gegenwind stößt und wo der andere und seine Meinung sein Urteil anfängt. Ich bin gehalten, spüre die Grenze, bin begrenzt und spüre mich da erst selbst. Nur durch dieses harte Feedback, klare Anweisungen, Strenge und auch meine eigene Strenge und meine eigene Grenze und den Bruch mit der Harmonie, den Bruch mit dem Gefühl, kann ich mich entwickeln. Wenn die Eltern, Bezugspersonen, Erzieher also keine Vorgabe bereitstellen und den so lang und breit beschriebenen symbolisch-sprachlichen Spielraum nicht direkt setzen, dann ist das Kind im Nichts und kann sich an nichts reiben und ausagieren, weil es in Harmonie erstickt wird. Es kann keine innere Rollenvielfalt erwerben und seine normale Entwicklung gerät ins Stocken. Das ist insofern tragisch, da das Rollenspiel die Basis von Empathie und sozialkonformen Verhalten ist. Und es ist ebenso der Ort, an dem ich lerne, mich zu wehren. Wenn ich das Rollenspiel nicht vernünftig leben kann, wenn ich nicht spielen kann, dann werde ich ein seelisches Wrack. Die elterliche Klarheit und Eindeutigkeit im Auftritt sind zentral für die gelungene Entwicklung des Kindes. Es muss klar sein, wo der Rahmen des Spiels ist und dass die Eltern diese Grenze ziehen und nicht das Kind.
Irgendwann lernt das Kind dann hoffentlich, wie man selbst Grenzen zieht, weil es das von den Eltern abgeschaut hat und kann dann Grenzen anderer wahrnehmen und darauf angemessen reagieren. Die von Piaget als adualistisch beschriebene Phase, die man auch die primärnarzisstische Phase nennen kann, wird auf diese Weise überwunden. Der frühkindliche Narzissmus klingt langsam ab. Das Kind sieht sich nicht mehr als alleiniges Zentrum der Welt und kann damit leben. Die Eltern geben Sicherheit, aber sie mischen sich nicht zu sehr ein. Die Gefahr der Depression und die Gefahr der narzisstischen Selbstüberblähung sind gebannt. Das Kind kann sich in der Gruppe wohlfühlen und es weiß, wann es seinen Kopf einschalten muss und nach links und rechts schauen und sich im Zweifelsfall wehren und seine Grenzen abzustecken. Ist ein solcher sinnstiftender, begrenzender und klarer Rahmen gegeben, so braucht das Kind auch keine Piercings und Techno-Festivals mehr. Denn es hat sich selbst und ist nicht hoffnungslos in symbiotischen Abhängigkeitsverhältnissen verfangen oder in seltsamen Kumpaneibeziehungen zu den Eltern, inklusive unklarer emotionaler Erwartungshaltungen, fadenscheiniger Liebesversicherungen und einstudierter Lippenbekenntnisse. Das Kind ist dann also geborgen und frei. Es ist auch keinen unterschwelligen Schuldzuweisungen ausgeliefert, deren zersetzende Wirkung auf die Psyche dann in pubertären Ausbrüchen der Revolution mehr schlecht als recht verarbeitet wird. Ich werde als Heranwachsender nicht idealisiert. Ich lerne, dass die Erwachsenen nicht immer nach meiner Pfeife tanzen und dass es auch bei aller Rebellion Grenzen gibt. Je mehr ich ein echter und fairer Gegenwehr erhalte, desto näher komme ich dem Punkt, wieder zu wissen, wer ich bin. Und dann reife ich. Die Aufgabe der Eltern besteht folglich nicht darin, das Kind zu manipulieren und zu observieren. Die Aufgabe ist, ruhig sein, berechenbar sein, seine Arbeit machen, klare Anleitung geben, gefährliche Sachen verbieten, das Kind zur Sauberkeit und Ordnung und stückweise altersangemessen zur Autonomie zu erziehen. Ich raste als Elternteil nur aus, wenn ich auch konsequent zu meinen Entscheidungen stehe. Und das Kind muss den Grund kennen, warum ich wütend bin. Außerdem schweige ich das Kind nicht aus. Ich vermeide die Konfrontation nicht und ich behalte die Kontrolle. Und ich nenne es Kontrolle und nicht Souveränität oder Kommunikationshoheit. Nein, ich verwässere die Begriffe nicht. Kontrolle an der richtigen Stelle ist gut und sogar notwendig. Wenn ich das Kind nicht fest im Arm halte, dann hat es Angst und weint. Das Kind soll nicht weinen. Es soll stark werden und aufmerksam in die Welt schauen. Ich passe auf, dass das funktioniert. Das bedeutet, ich muss mich von der Rolle des coolen und der besten Freundin verabschieden. Gute Eltern gehen nicht mit der Zeit. Sie folgen keinen Trends. Sie sind Ruhepole und haben eine reife Beziehung zueinander, die nicht des Kindes bedarf, um sich zu erhalten. Sie sind nicht die coolen, nicht die schönen, nicht die modernen und auch nicht die netten. Eltern sind die Verantwortungsbewussten. Das ist ihre Pflicht, dem Kind, der Gesellschaft und sich selbst gegenüber. Alles darunter oder darüber ist unschicklich und fahrlässig. Übermäßige sogenannte Liebe und Lobhudelei sind schädlich. Eltern sollten sich bei ihren Kindern nicht anbiedern, wenn sie wollen, dass diese seelisch gesund bleiben. Schauen wir uns dieses Bild an. Ganz links die Mutter. Sie repräsentiert eben jene Mutter, von der ich soeben sprach. Jenen Elternteil, der nicht zu viel und gerade angemessen einem jedem Kind Aufmerksamkeit schenkt. Ein Gefühl hat, wie dies zu tun ist und in dieser Schwingung den richtigen Rahmen setzt. Sie ist eine Person, die bei sich selbst ist, ohne ichhaft und egozentrisch oder vereinnahmend zu werden. Jedes Kind kann, solange es sich an den Rahmen und an die Regeln hält, sein, wie es will und wird nicht zu einem Instrument der Mutter gemacht.
Die Mutter macht ihr Ding. Ein Kind scheint hier ein kleines bisschen fürsorglich, depressiv veranlagt zu sein. Sie ist ganz oben im Bild zu sehen, trägt ein kleines Püppchen und sorgt sich womöglich um die anderen. Sie ist etwas erhoben und hat das große Ganze im Auge, die Gemeinschaft, die Gruppe. Ihr Gegenüber hockt vermutlich ihr Bruder, ein kleiner Junge, der auf den Boden schaut und das Schizoide verkörpert, das sich manchmal im Detail verliert und ein bisschen eigen und wenig gruppenkonform oder sozial ausgelegt ist und nicht so sehr das große Ganze und das große Bild im Auge hat. Beide diese Kinder sind dem obsessiven Element sehr nah, während das dritte Kind hier im Bild das Hysterische repräsentiert. Jenen Teil im Menschen, der ausschlägt, rebelliert, den Rahmen sprengt, ihn durchbricht und vielleicht auch vergrößert, erweitert und bereichert. Zum Guten wie zum Schlechten. Indem er oder sie vielleicht eine neue Form bastelt oder etwas ganz Eigenes und Inspirierendes einbringt, was die Tristesse und Langeweile durchbricht. Auf der einen Seite, links, vom Obsessiven aus gesehen, steht also das Bindende, das Verbindende, das Integrierende und Gefühlsmäßige, das die Gruppe im Auge hat und sich sorgt. Auf der rechten Seite steht das Element der Klugheit, des Bedenkens, des Zweifelns, des Skeptizismus, der Kopf, der Grenzen absteckt und sich nicht so sehr darum bemüht, Grenzen aufzulösen, der Einzelgänger. Der Kabarettist, der Querkopf. Der Obsessive kann beides. Er kann beides umsetzen, implementieren, wie ein Lehrer. Wie der Lehrer Lemke, der ein guter Lehrer ist, weil er Empathie besitzt auf der einen Seite und Wissen und Kompetenz auf der anderen. Er verbindet Wissen und Empathie, indem er erklärt. Richtig erklärt, sich Zeit nimmt, wiederholt, bestimmte Punkte nochmal anspricht, gegebenenfalls korrigiert, hier und da in die richtige Richtung lenkt, aber immer das Maß hält, nie das große Ziel aus den Augen verlierend. Er weiß die Zeit und den Raum und die gegebenen Mitteln, wie ein Manager richtig zu verwalten und einzusetzen. Er verkörpert das Gefühl der Sittlichkeit, die Empfindung für Sittlichkeit, ja die Empfindung selbst. Der gute Lehrer, die gute Mutter, der vernünftige, verantwortungsbewusste Anführer. Eben anders als der Schatten, den er in sich trägt, also eine imperiale, beherrschende und unterdrückende Struktur, die alles in Wüste verwandelt. Hier gedeiht es, hier entsteht der gute Garten, in dem Dinge wachsen können und es einen Fluss gibt. Nein, hier schlägt die Kontrolle, die Bürokratie als universales Prinzip gerade nicht um, wird nicht zum Selbstzweck, um paranoiden Suchen nach kleinen Fehlerchen. Der Überwachungs- und Sicherheitsmechanismus, der so wichtig ist, um den Hort, die Familie und die Gemeinschaft durch wachsame Aufsicht zu schützen, hat hier seinen rechten Platz und sein rechtes Maß, schlägt nie aus und verirrt sich nicht im Obrigkeitswahn oder Gehorsamsfetischismus. Hier dient die Bürokratie dem Menschen. Hier ist der Sabbat, die Struktur, die Organisation für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Hier ist das richtige Verhältnis gewahrt. Und auch das Fremde und etwas andere ist innerhalb des offenen Kreises willkommen und darf seine eigene kuriose und etwas andere kleine Form basteln und einbringen, ohne dabei missbilligend abgestraft oder verurteilt zu werden. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. So sagte es bereits der große Meister, Jeschua ben Josef, der selbst ein Außenseiter war, innerhalb der jüdischen Gemeinschaft und all
die anderen Außenseiter und Goi mit hineinholen wollte in den Glauben an den einen Gott, Adonai. Denn Jesus als Verkörperung eines Menschen, der alle vier Personen vollständig in sich trägt und entwickelt hat, wollte die Tore des Tempels öffnen, so dass der wunderbare Segen desselben, der Segen des rechten Lebens, der rechten Lebensweise und Gesetzestreue, der Segen der Tora allen Menschen und allen Völkern zugute kommt und nicht bloß einer Nation. Der Tempel, der Staat, sollte eine Institution sein, innerhalb derer das Prinzip Kontrolle eher verstanden wird wie das englische Wort to control, was wörtlich übersetzt eigentlich steuern bedeutet. Darum geht es, der gute Steuermann zu sein, der gute Kapitän, der alles im Blick hat, aber auch die Details nicht aus dem Auge verliert. Das bedeutet, ein guter Staatsmann zu sein. Genauso kontrolliert und strukturiert, wie der gute Staatsmann es ist, so ist es auch ein guter Vortrag. Kontrolliert, gesteuert, immer eingedenk des Gefühls und des Gedankens, den ich durch einen solchen Vortrag transportieren möchte. Niemals zu viel, immer an die Zuhörer angepasst. Genauso würde ein Obsessiver es tun, wenn er gesund entwickelt ist. Denn der gesunde Obsessive schafft es, die Elemente des Intuitiven, Künstlerischen und ihm Entgegengestellten immer wieder einzuflechten. Denn er integriert die Hysterie und lässt sich von ihr inspirieren, um einen schönen, gesunden und guten Vortrag aufzubauen, der die Leute unterhält und vielleicht auch ein wenig zum Schmunzeln bringt und eben nicht einschläfert. Genau das ist es, was er sich wünscht und wonach er sich sehnt, wenn er eine gesunde Sehnsucht entwickelt hat und diese nicht in ein perverses Machtgefühl und den Wunsch nach Überheblichkeit und Totalobservation unterlegen ist. Und wenn er gesund ist, so wird er wohl auch zugeben, dass er sich vielleicht auch hin und wieder nach dem bunten Vogel sehnt, der sein Leben ein wenig durcheinander bringt. So wie der bunte Vogel, wenn er ebenso gesund ist, einsehen wird, dass er sich vielleicht auch nach ein wenig Sicherheit und Geborgenheit sehnt, die der Obsessive womöglich bieten kann. Der Blick fürs Notwendige, fürs Gute und Sittliche und die Klarheit, es zu benennen, ohne Geschwall und übermäßige Emotionalität, aber auch ohne zu sehr ins Detail zu gehen, das ist die Stärke dieses Charakters. Und Piaget war seinerseits auch ein solcher Typus, wie man feststellen wird, so man seine Texte im Original liest und sieht, wie er Stück für Stück jedes einzelne kleinste Detail in den Entwicklungen herausgearbeitet hat. Seltsam, nicht wahr? Dass ausgerechnet ein zwanghafter, verbohrter, engstirniger, oberlehrerhafter, knausriger Korinthenkacker wie Piaget es war, sein gesamtes Dasein der Beobachtung von jenen Prozessen in der Natur widmete, die mit Wandel, Veränderung und Entwicklung zu tun haben, ganz so, als hätte er insgeheim gefühlt, dass genau an dieser Stelle der Pol zu finden ist, zu dem ein psychologischer Magnetismus ihn hinzubewegen nötigt. Inwieweit ihm das bewusst war, ist fraglich. Verfolgt man den Lebenslauf dieses Menschen, so kann man wahrhaftig das Obsessive an sich studieren, zumal Obsession wörtlich übersetzt nichts anderes bedeutet als Besessenheit. Wie besessen hat dieser Mensch gearbeitet, um zu beweisen, dass der Geist nur das Ergebnis biologischer Prozesse sei? Wie besessen wollte er alles sich Wandelnde und Freie in seine krude Systemlogik pressen und sein ekelhaft spießiges darwinistisch-deterministisches Weltbild durchsetzen, nur um am Ende zu einem Urvater der modernen Kinder- und Jugendpsychologie zu werden, die heute das fundamentale Gegenstück zu dieser brutalen
unmenschlichen Sichtweise des ausgehenden 19. Jahrhunderts darstellt. Wir sprechen heute in der Forschung über Neuroplastizität, die Veränderbarkeit der neuronalen Struktur durch den Geist und das Denken. Durch den Geist. Wir wissen also, dass Piagets Haupttheorie, der er sein ganzes Herz gewidmet hat, falsch war. Wir wissen, dass neuronale Strukturen durch das Denken verändert werden und nicht umgekehrt. Doch dieses Thema soll an anderer Stelle noch einmal ausführlich erörtert werden und hier nicht weiter beleuchtet. Allein die Phaseneinteilung und die Pionierarbeit dieses Forschers soll an dieser Stelle gewürdigt werden. Der ganze verkommene Rest allerdings ist glücklicherweise mit ihm gestorben. So schließe ich die Augen, stehe innerlich vor seinem Grab und sage ihm im Namen der Menschheit: Du hast deinen Beitrag geleistet und ich nehme mir aus deinem Gerippe das bisschen, das brauchbar ist. Danke. Und jetzt verpiss dich.